Die wollen mich doch sowas von verarschen. Ich bin doch locker 2-3 Minuten gefahren hier, bis ich mich hingelegt habe. Kollegen, Alter. Jetzt bleibe ich aber links. Sowas ist doch richtig asozial. Also langsam macht sich das Game immer unbeliebter bei mir. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch und muss die Leute abschießen oder so. Aber ich fahre einfach mit dem Zug lenken. Ich meine, es kann ja keine unendliche Strecke sein. Das wäre ja Quatsch. Na komm, schon gehen wir weg. Yeah! Zu, dass du Land gewinnst, Kollege. Wow, 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 nicht zu nah an zu. Was für ein ermüdendes Kapitel. Wenigstens muss ich nicht so viel klettern. Das ist das einzig Gute an der ganzen Sache. Ah, da kommt jetzt ein Raketenwerfer. Aber er kann mir gestohlen bleiben. Schieß auf ihn hier vorne, er ist doch viel näher dran. Ja, geht auch. Jojo. Sehr, sehr spannend. Oh. Nicht, dass mich hier die Kameraführung in die Irre führt und ich dann Baum knutsche. Das wäre uncool. Oh, jetzt kommt links einer. Warum nicht? Ja, das geht halt mal los, Leute. Verpiss dich mal, Auto. Genau das. Oh, zip. Das ist so atemberaubend. Ich habe ja nichts gegen solche Sachen im Spiel. Aber wenn es dann so lange dauert und nicht unbedingt mal Spaß bringt, weil man irgendwie nur alle 5 Minuten Kontrollpunkt hat, ja, ich weiß nicht. Oh Mann, ey. Und jetzt fällt der Zug mir weg, oder was? Jetzt hole ich wieder auf. Ah, und nochmal. Es ist sehr, sehr komisch. Irgendwie kommt mir das vor, als wäre ich den Weg schon mal gefahren. Weil auch an gewissen Stellen einfach mal die scheiß Schilder fehlen. Sag mir nicht, als ich gestorben bin, wurde ich ganz zum Anfang gesetzt. Oh, okay, das ist neu. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Zum Glück haben wir das auf Band. Kamera? Okay, ich schätze mal, jetzt muss ich auf den Zug. Scheiße! Willst du mir etwas erzählen? Das war Absicht? Natürlich. Ich wusste es. Oh, geschafft! Hat ja auch lange genug gedauert. Mann, 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 Mann.
Oh, ja. Wer hat denn den Gastank da hingestellt? Sind die irgendwie doof, die Leute? Dass sie ihre eigene Schiene irgendwie dann Gastank draufstellen? Also, in Sachen dumme Bösewichte geht das hart nach vorn. Wow! Ja, geil. Weil ich das endlich. Ja! Okay, das ging ja noch. Das war sehr human. Muss ich sagen. Okay. Die Kameraführung zeigt uns, wo wir längs müssen. Puh, ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überrollt. Was ist mit dir? Das ist ein Lustiger. Amanda ist schon drin und die Tür ist zu. Und was jetzt? An der Wand rechts neben der Frachttür ist ein Ventilator. Er läuft. Sie hat also Strom. Wie willst du da reinkommen? Egal, irgendwie. So. Diesmal bitte das Ding greifen. Okay. Okay. Ich hab's verstanden, Leute. Ja, mach mal hinne, Miss Croft. So. Nein. Nein. Jawohl. Nein. Bisschen länger ziehen. Komm her damit. Na, ja, rede ich lieber ein bisschen. Ich habe Angst, dass ich den Sprung verkacke. Jawohl, geht doch. Ja. Nein, komm, hier längs. Und schön turnen. Ja. Ja. Na komm. Ich glaube, hier können wir uns runterlassen, oder? Okay. Selbe Geschichte nochmal. Okay, man sollte die richtigen Tasten drücken. Warum springt sie immer so schräg? Ja, komm. Schwung holen. Schwung holen. Woo! Okay. Dann machen wir das einfach so. Es wird kälter. Ja, du hast ja auch die Heizung ausgemacht. Drücken Sie leer, um zu springen. Je länger Sie... Okay. Kein Ding. Ich schätze, du bist wieder mal in dein Grab gestolpert. Was macht dieser Typ eigentlich hier? Er versucht abzuhauen und das seit den 50ern. Der arme Kerl ist erfroren. Kein schönes Ende für einen Wissenschaftler. Ja, yep, erfrieren ist bestimmt scheiße. Wow. Hier drin ist es ja viel kälter als draußen. Ja. Und nochmal, über Stromkabel sliden, jawohl. Und nicht, dass wir zerhäckselt werden. Das könnte uns noch so passen. Wow. So, haben wir jetzt genug Stromkabel irgendwie so über... Nein! Den Strom einzuschalten war wohl keine so tolle Idee. Wie es aussieht, haben da drin ein paar Geräte keinen Saft. Die Heizung zum Beispiel. Okay. Mir kommt das trotzdem ein bisschen spanisch vor. Okay. Na gut, werden wir es schon sehen. Nehmen wir es mit.
Okay. Kann ich das von hier schaffen? Hm. Sieht gut aus. Okay. Halb so wild alles im Moment. Die Lampen, sie hat nur den Notstromgenerator gefunden. Sie kam durch den Haupteingang rein. Ist sie wohl nicht gewesen. Das da drüben sieht aus wie ein Generator. Den hätte sie sonst bestimmt angeworfen. Na komm. Scheint so, als wäre der Treibstoff alle. Okay. Sollen wir ihn jetzt irgendwie befeuern, oder was? Ja. Ich hatte keine hilfreiche Kamera. Ich glaube, die Tür wird von einem Mechanismus geöffnet. Ja, das und ich der auch. Braucht Strom. Oh. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie das Ding da senken. Das heißt, wir müssen da ranjumpen. Dazu müssen wir irgendwie hochkommen. Da drunter kann man nicht durch. Okay. Lage checken. Um da ranzuspringen, muss ich dahin. Da muss ich dahin, dahin. Okay, versuchen wir es. Ja, okay. War einfacher, als ich dachte. Haha, ich liebe die Kamera. Komm. Ja. Jetzt geht's auf einmal. Aber an der einen Stelle, da ging das nicht. So, dann wollen wir doch mal Benzin reinfüllen. Ja, das sieht sehr gesund aus. Das müsste reichen. Na, hoffentlich. Oha. Das war's. Ob das giftig ist? Nein. Kühl, bitte. Keine Ahnung, was für eine Tür.